So, da bin ich auch schon wieder. Hallo! Und willkommen bei Dragon Age. Ja, wir machen das Ganze hier gerade, ja, sagte ich ja in der letzten Folge, wir laufen eben zu Morrigan. Da waren wir gerade. Die ist einfach aufgestanden. Wir sind nicht mehr im Kampf. Wir können Alistair auch ein bisschen skillen. Und zwar schaue ich mal, was der alte Sack so braucht. Ich würde einfach mal behaupten, stärker. Er ist einfach zu schwach. Ist aber immerhin noch. Immerhin, immerhin. Durchgängig ist er das. So, Alistair, du kannst gar nichts. Gut, wir gehen erstmal jetzt hier ins nächste Gebiet. Und guck mal, was da so auf uns zukommt. Weiter in den Brasilienwald. Ein paar Haller. Moin moin, willkommen bei Dragon Age. Ja, es startet mit einer kleinen Dia-Show. Na, ich hoffe, dass die Dia-Show hier gleich aufhört. Ansonsten werde ich mir noch mal was kurz überlegen. Ja, wir sind hier im Brasilienwald und versuchen mal ein wenig die Wölfe zu finden. Die Werwölfe. So, dafür müssen wir da allerdings einmal entlang. Ja, da war der kleine Cut. Wie gesagt, jetzt leckt es auch nicht mehr. Ich dachte, ich erspar euch mal das Gelege. Hier haben wir drei Bäumchen. Ja, drei. Das heißt, die zwei da lang. Das heißt für mich Morrigan. Und fackel sie ab. Okay, zwei eingefercht. Nochmal zwei eingefecht. Der Baum ist weg. Wie ist damit drauf? Genau, Morrigan, frieren wir den Baum ein. Bitte noch rechtzeitig. Das sieht doch schon recht gut aus. Allerdings muss Alistair mal eben weg. Eingefroren. Tot. Dann hätten wir das Problemchen mit den Bäumchen. Das Problemchen mit den Bäumchen. Genau, ist okay. Dem Teil was geht's gut. Tja, ich wollte mich erstmal bedanken für die Leute, die mich abonnieren. Ja, ich hoffe, dass euch die Videos weiterhin so gefallen und schreibt mir noch einfach mal ein bisschen so in die Kommentare, was ich anders machen könnte, was ich besser machen könnte. Und ich habe vor, mir demnächst ein anderes Mikrofon zu kaufen, damit ich mein, naja, 20, 30 € Mikro hier ein bisschen loswerde. Damit der Ton lauter, klarer, deutlicher wird. Ja. Es wird das Rode NT1A sein. Das kennen wahrscheinlich viele. Oh Und nein, das oh ist nein. doch Kein ziemlich Werwolf und auch kein Geist. gut. Was steht im Wald nur bevor? Fragen, Fragen, immer nur Fragen. Sie sagen, es war eine Frage, die mich verrückt gemacht hat. Wird sie das auch mit euch tun? Stellt mir eine Frage, dann bekommt ihr eine Frage. Aber gebt mir eine Antwort, dann bekommt ihr auch eine. Oh, ich liebe es so sehr zu tauschen. Müsste nicht ich zuerst euch eine Frage stellen? Würdet ihr eine Frage erkennen, wenn sie euch gestellt würde? Ich weiß es nicht. Macht ihr euch über mich lustig? Aber so sind die Regeln. Eine Frage für eine Frage und eine Antwort für eine Antwort. Habt ihr denn nicht zugehört? Seid vorsichtig. Er ist kein gewöhnlicher Irrer. Er verfügt über Magie. Ich kann es fühlen. Mächtige Magie. Es ist nicht fair, Magier zu einem Ratespiel mitzubringen. Haltet ihr euch jetzt an die Regeln oder nicht? Ich glaube, ihr seid jetzt mit Fragen dran, oder nicht?
So, nachdem wir dieses interessante Gespräch verfolgen durften, versuchen wir doch einfach einmal, ihn dazu zu kriegen, uns zu helfen. Was hätten wir denn da? Ich hätte hier eine Eichel, einen Helm, den ich gefunden habe, oder ein Buch, das ich vor Jahren gelesen habe. Aber ich tausche nur mit euch, wenn ihr auch etwas Interessantes anzubieten habt. Oho, und was habt ihr mir für diese Eichel anzubieten? Dresche. Münzen? Was bitte soll ich denn mit Münzen anfangen? Seht ihr hier irgendwo einen Geldwechsler? Tja, wie ihr wollt, würde ich sagen. Aber da ich eure Frage beantwortet habe, bin ich jetzt wohl wieder an der Reihe. Darf ich? Oh ja, das würde ich gerne. Also gut, was wäre eine gute erste Frage? Oh ja, wie heißt ihr? Mein Name ist Alfred. Aha, das behauptet ihr. Die haben euch geschickt, nicht wahr? Aber ihr seid zu raffiniert und versucht mich reinzulegen. Ich bin euch auf der Spur, nur damit ihr es wisst. Aber jetzt dürft ihr eine Frage stellen. Fragt, fragt schon. Ihr traut euch ja doch nicht. Ja, hier lebe ich. Und es ist nicht so schlecht, wie man glauben könnte. Wo sollte ich sonst hin? Ich muss mich von denen fernhalten. Sie sind da draußen auf der Suche. Sie nehmen sich eure Geheimnisse. Oh ja, all eure Geheimnisse. Und ihr bleibt leer zurück. Aber das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Eine Antwort für eine Antwort. So läuft das. Darf ich? Oh ja, das würde ich gerne. Wo seid ihr geboren? Das behauptet ihr. Es ist höllisch raffiniert von euch, eure Fassade so lange aufrechtzuerhalten. Aber ich durchschaue euch schon noch. Merkt euch meine Worte. Aber jetzt dürft ihr eine Frage stellen. Fragt, wer ich bin? Warum wollt ihr das wissen? Haben die euch geschickt? Haben die euch befohlen, das zu fragen? Ich bin ein Opfer meiner eigenen Regeln. Jo. Oh. Haben die euch gesagt, ihr sollt so tun, als wärt ihr ein unschuldiger Fremder, der nichts im Kopf hat? Ich bin raffinierter, als ich aussehe. Ich bin noch am Leben und die Bäume lassen mich in Ruhe. Ich habe gewonnen. Die werden mich niemals finden. Ja, das habt ihr. Aber ich behalte euch im Auge. Wenn die euch geschickt haben, finde ich es heraus. Aber das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Eine Antwort für eine Antwort. So läuft das. Darf ich? Oh, mal sehen. Verfügt ihr über Wissen über die arkanen Künste? Oh nun, das ist enttäuschend. Moment mal. Was ist, wenn ihr lügt? Aha! Ihr dachtet, ihr erregt lieber keinen Verdacht, nicht wahr? Nun, ich bin euch auf der Spur. Aber jetzt dürft Oh ihr eine Mann, Frage stellen. der ist echt ein Fragt! bisschen paranoid Fragt und schon! verrückt. Was hätten wir denn da? Ich hätte hier eine Eichel, einen Helm, den ich gefunden habe, oder ein Buch, das ich... Oho, und was habt ihr mir für diesen Helm anzubieten? Münzen? Tja, wie ihr wollt. Darf ich? Wie ist die Beziehung zwischen euch und eurem Vater? Interessant. Äußerst interessant. Das heißt also, dass ihr tatsächlich einen Vater habt. Ich wusste, ich würde euch früher oder später dran kriegen. Aber jetzt dürft ihr eine Frage stellen. Fragt, fragt schon. Ihr traut euch ja doch. Oh nein. Nun, lasst es mich einfach wissen, wenn ihr eure Meinung ändert. Geht schon und erzählt denen, was immer ihr wollt. Ich werde weiter graben. Er will graben. Oh. Okay. Der Typ ist irre. Er ist krank verrückt. Und ich werde mich nochmal mit dem beschäftigen müssen. Leider Gott. Okay, Irgendwelche Befehle? Morrigan. So, Blitz, 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 Blitz. Den kriegen wir mal den ein.
So, damit hätten wir die zwei Ogre weggehauen und Ogryn hat ein Level Up. Hey, wer spricht da? Alistair. Alistair, mein Gott. So. Aufsteigen, Ogryn. Zwei auf Stärke. Schauen wir mal hier. Ja, ich glaube, da haben wir erstmal relativ viel. Das heißt, wir können hier echt noch einen in Ausdauer skillen. Gut. Weiter geht's. Ja, Bären. Morgan. Eure Knöchel angenagt. Gleich werden eure Knöchel angenagt. Ja genau. Nein, Alter vor Schönheit! Alter vor Schönheit! Ist okay, Alistair. Ja, unser kleiner Alistair hat eine kleine Meise. Und damit meine ich nicht das Vögelchen. Denn Alistair ist ein Vogel. Gut, wir kamen von dort. Das heißt, wir gehen hierhin weiter. Von da kamen wir. Das heißt, wir gehen da hoch. Zu dieser lustigen Nebelwand. Ja, hoch. Wartet. Wir sind wieder am Anfang des Weges. Der Wald will wohl nicht, dass wir unser Ziel erreichen. Wie fürsorglich. Das war das Stichwort. Fürsorglich, der alte Irre. Der wird uns helfen. Dann haben wir nämlich jetzt wieder eine Frage für ihn. Ach ja, und hier stehen überall ein paar Palas rum und Elfenwurz. Ich bin mal gespannt, was er für die Information haben will, wie wir denn dadurch kommen. Was ist denn noch? Warum geht ihr nicht einfach weg? Ich glaube, ihr seid jetzt mit Fragen dran, oder nicht? Die Wolfsmenschen haben dort ihren Bau, aber die Bäume versperren den Weg. Natürlich gibt es eine Möglichkeit, die Bäume reinzulegen. Immerhin sind Bäume dumme Dinger aus Holz. Wenn man weiß wie, ist es ganz einfach. Dumme Dinger aus Holz. Aha. Oh, das ist ja mal eine Frage. Ich glaube, die Antwort darauf verlangt erst eine kleine Zusatzleistung. Meint ihr nicht? Ich habe eine Eiche vor einiger Zeit etwas gestohlen und sie hört einfach nicht auf, mich deswegen zu belästigen. Wärt ihr so gut, sie zu brennen, Holz? Gut, macht das. Es ist Zeit, weiterzuziehen. Gut, dann werden wir jetzt einen Baum in Brennholz verwandeln. Was für eine verrückte Folge. Ein Irrer, der ein Spiel mit uns spielt, um dämliche Fragen zu beantworten. Ein Wald, der sich weitergehen lässt und so ein komischer Baum, den wir abfackeln sollen. Tja, das ist Dragon Age. Aber noch viel mehr ist Dragon Age auch. Ja, es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man das Spiel kennt. Man kommt auf jeden Fall schon ein bisschen schneller voran. So, hopp. Einmal durch den Ladescreen gehüpft. Ja, da sind wir. Den kennen wir ja schon. Wir sind gerade ein gutes Stück zurückgelaufen. Genau. Und da geht's. Danke fürs Speichern. Danke. Hier runter. Da hinten steht nämlich das Bäumler. So
Ja. So, da geht's auch gleich wieder weiter. Entschuldigung. Es ist nur ein bisschen schwer, wenn man nicht ganz so seine Ruhe hat. Dann andauernd irgendwas immer dazwischen kommt. Dementsprechend. Ja, werden wir die hier noch eben umhauen, mit dem Baum sprechen. Und dann werde ich mich leider auch schon wieder verabschieden müssen. Denn dann sind wir in einer nächsten Folge nämlich gleich wieder da für euch. Was für ein Tier verschafft sich hier Raum und steht vor mir, dem alten Baum. Ein Kind des tiefen Steins. Das dachte ich schon. Eure Stimme hat einen speziellen, unverwechselbaren Ton. Die Wälder waren nie die Heimat eurer Herde. Ihr stammt von tief unten aus der Erde. Seid willkommen. Es ist wie im Traum. Ich bin die große Eiche. Der uralte Baum. Der Baum ist ein Dichter. Ein Dichter. Unglaublich. Er reimt? Das ist ein reimender Baum. Was für eine Art von Geist hat denn hier seine Finger im Spiel? Die Zeit ist reichlich fortgeschritten. Dürfte ich um einen Gefallen euch bitten? Ich frage euch, wie kann das sein? Haltet ihr die Abmachung ein? Wahrscheinlich schon, ja. Ich habe nichts zu geben und noch weniger Grund zu leben. Tut, was ihr wollt, sterbliches Kind. Wenn ich heute sterbe, folge ich dem Wind. Na dann. Attacke alle gegen den Baum. Nur Alistair darf da vorher was schlucken. Bereit. Der Saftsack. So. Ja, alle hauen auf den Baum und Morrigan kitet ihn. Baum tot! Das war die große Eiche, wir haben den Baum gefällt. So. Und damit laufen wir weiter. So. Ja, ich sag aber dann schon mal Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, wo wir wieder mit dem Irren reden. Tschüdelü!